Projektmanagement-Training 5 von 28. Thema: Robbe ist Projekt. Was meine ich damit? Nun, zunächst einmal, wir sind jetzt an Tag 5 von insgesamt 28 Tagen mit kurzen und knackigen Impulsen für dich, für dein Projekt, für deine Position als Projektleiterin oder für deine Projektverantwortung, die du übernimmst. Und an Tag 5 geht es jetzt darum, dass ein Projekt nicht einfach irgendwie entsteht und es geht los. Ein Projekt benötigt eine gewisse Vorplanung und ein Projekt braucht auch ein Ziel und eine klare Vision. Doch wie komme ich jetzt dahin? Und was hat das jetzt konkret mit einer Robbe zu tun? Dazu ein kleines Beispiel. Stell dir vor, dass der Tierpark in Gonsenheim, in Mainz-Gonsenheim, der würde sich jetzt darum bemühen, ein neues Tier in das Gehege zu bekommen, in den Tierpark zu bekommen. Im Moment sind dort Dammhirsche und Wildschweine und andere Tiere und der Wildpark möchte jetzt ein neues Tier. Jetzt hat er mitbekommen, dass in Friedrichskoog in Norddeutschland gibt es eine Seehundstation und Seehunde oder Robben, die funktionieren anscheinend sehr gut. Es kommen sehr viele Besucherinnen, es wird Eintritt bezahlt und grundsätzlich sehen die Tiere auch sehr, sehr süß aus. Also beschließt der Tierpark in Gonsenheim, wir wollen auch eine Robbe. Nun, es gibt jetzt kein Wasserbecken, also kommt die Robbe einfach zu den Dammhirschen mit ins Gehege. Außerdem, Robbe ist ein Tier, Dammhirsch ist ein Tier, also bekommt die Robbe das gleiche Futter wie der Dammhirsch. Wird das funktionieren? Wenn wir das übertragen auf ein Unternehmen, dann würde das bedeuten, ein Unternehmen möchte ein Projekt umsetzen und überlegt sich, naja, dieses andere Unternehmen dort nimmt Scrum und ja, irgendwie funktioniert das ganz gut, die Ergebnisse sehen gut aus, dann machen wir auch Scrum. Und dann sucht sich das Unternehmen irgendein Projekt und setzt dieses Projekt mit Scrum um. Ganz egal, ob es zu den aktuellen Tieren passt, ob es zu dem Futter passt, ob das Schwimmbecken da ist, egal, es wird jetzt Scrum verwendet. Und dass das nicht unbedingt eine gute Idee ist, sehen wir dann, wenn wir nochmal zurück auf das Gehege gehen. Wir haben jetzt also die Robbe im Dammhirschgehege. Ich habe keine Ahnung, wie schnell so eine Robbe laufen kann, ob die es schafft, einen Dammhirsch zu jagen, zu fangen, damit die Robbe was zu fressen bekommt. Ich weiß auch nicht, wie lange sie es überlebt ohne Wasser. Keine Ahnung. Und auch hier haben wir wieder einen direkten Vergleich zur Arbeitswelt. Wie lange wird Scrum in einem Unternehmen überleben, in dem es nicht passt, in dem es nicht reinpasst, in dem Scrum vielleicht auch nicht zur Unternehmenskultur passt? Und Scrum ist jetzt nur ein Beispiel. Ich hätte jetzt auch andere Vorgehensmodelle nehmen können. Ich hätte jetzt auch sagen können, Extreme Programming oder Wasserfall oder sonstiges. Bevor ich mir nicht grundsätzliche Gedanken gemacht habe zu dem Projekt, kann ich nicht entscheiden, welches Vorgehensmodell jetzt wirklich das Richtige ist für mein konkretes Beispiel. Mein Impuls hier an dieser Stelle an Tag 5 ist, mache zuerst eine Vorplanung, überlege dir erst, was das Ziel ist, was die Vision ist, wo du hin möchtest. Und überlege dir dann, wenn du das hast, wer sind meine Stakeholder, binde die Stakeholder ein, geh die ersten Schritte im Projekt und entscheide dich dann erst, welches Vorgehensmodell für dich, für dein Projekt, für dein Unternehmen vielleicht auch das passende Modell sein könnte. Und man könnte diese Projektplanungsphase, diese Evolution des Projektes auch in verschiedenen Phasen dann unterteilen. Wir haben also eine Phase 0, das ist die Vorplanung. Hier wird erstmal grundsätzlich überlegt, was zu tun ist und es wird eine Entscheidung darüber getroffen, ob das Projekt umgesetzt werden soll oder nicht. Dann gibt es eine erste Stufe der Evolution. Man weiß jetzt, es soll wohl umgesetzt werden und jetzt muss identifiziert werden, was das jetzt konkret bedeutet, was da umgesetzt wird und wozu es umgesetzt wird. Das heißt, wir können jetzt hier mit einem Projekt-Canvas arbeiten, wir können Workshops einführen. Wir können mit Design Thinking die Vision schärfen. Wenn wir das gemacht haben, gehen wir in die nächste Phase über, in den nächsten Evolutionsschritt und klären, wie und warum
das Projekt gemacht wird und machen das Ganze auch greifbarer. Wir stellen Prototypen, können da vielleicht mit Lean Startup anfangen und ausprobieren und diskutieren. Und erst wenn wir diese Phase abgeschlossen haben, erst dann können wir in die Realisierung gehen und auch erst dann brauchen wir ein Vorgehensmodell wie beispielsweise Scrum oder Wasserfall oder Extreme Programming oder. Und dann müsste man auch nochmal konkreterweise unterscheiden zwischen, wir nehmen ein agiles Vorgehensmodell, die Methoden und dieses Framework wie beispielsweise Scrum, aber wir arbeiten vielleicht gar nicht agil, sondern wir nutzen das nur als Framework. Oder aber wir arbeiten agil und benutzen irgendein Projektmanagement-Framework, das für unser Projekt passt. Man kann zum Beispiel ja auch nach Wasserfall arbeiten, aber dennoch agil sein. Also auch das muss nicht festgeschrieben sein, dass man jetzt unbedingt agil sein muss, wenn man Scrum einsetzt oder andersherum, dass man jetzt unbedingt plangetrieben komplett arbeiten muss, wenn man nach Wasserfall arbeitet. Unterhalb von dieser Episode findest du noch einen Link zu der Atuitago Academy Seite Robbe ist Projekt. Dort ist dieser Gedanke nochmal weiter aufgefasst, nochmal vertieft und du findest dort auch nochmal Links zum Tierpark in Gonsenheim und zur Seehundstation in Friedrichskoog. Vielen Dank, dass du dabei warst und morgen geht es weiter mit Impuls Nummer 6.